Ja, hi zusammen. Vielen Dank fürs Einschalten. Heute ist der 23. Dezember. Morgen ist Heiligabend. Ja, ich hoffe, ihr habt die letzten 24, 36 Stunden gut überstanden. Wir hatten eine ziemliche Achterbahnfahrt. Innerhalb von kürzester Zeit haben wir hier knapp 1,5 Milliarden, nee, 150 Milliarden Dollar verloren. Mittlerweile geht es wieder etwas bergauf. Der Bitcoin war zeitweise unter 12.000 Dollar gefallen. Hier bei Bitfinex teilweise sogar bis runter auf 10.700 Dollar. Im Moment pendeln wir uns wieder ein bei 14.000 bis 15.000. Ja, nicht panisch werden. Das war eine dringend benötigte Korrektur. Es ging einfach viel zu steil bergauf. Und diese kleine Korrektur tat dem Markt wirklich gut. Ihr habt hier vielleicht gesehen, wie gesagt, wir haben innerhalb von kürzester Zeit 150 Milliarden Dollar verloren. Jetzt sind wir wieder bei 572 Milliarden und es ist nicht ein einziger Coin in der Top 100, der im Minus ist. Also der schlechteste Coin steht bei 3,4% im Plus. Alle anderen, also wirklich alles im grünen Bereich und teilweise, ja, die meisten sogar im zweistelligen grünen Bereich bis hin zu, ja, 100%, 230% in den letzten 24 Stunden, also Wahnsinn. Der Markt erholt sich so langsam wieder und das sieht man auch hier am Bitcoin. Klar, die letzten Tage waren ein bisschen erschreckend, wie schnell das doch runtergeht, aber wenn man sich den Tagesverlauf mal anguckt und ja, hier einfach mal ab Januar guckt, wie schnell das hier teilweise bergauf ging. Das ist die Eintageskurve, also Wahnsinn, dass diese Kurven sich hier mal anzugucken, ist der absolute Hammer. Und ich bin froh, dass es jetzt ein bisschen runterging und sich jetzt wieder ein bisschen einpendelt. Ja, und einfach mal abwarten, wo die Reise dann noch bis zum Ende des Jahres hingeht. Für die, die bei BitConnect dabei sind, die sind natürlich froh über solche Bewegungen am Markt. Das gibt für uns immer gute Zinsen. Heute noch mal 0,5%. Gestern war ganz gut, vorgestern war sehr gut. Morgen 1,28 ist auch super. Und im Moment pendeln wir uns wieder ein bei 1,5%. Wenn das so bleibt, wieder ein super Tag. Dadurch kriegen wir hier ordentlich Zinsen bei BitConnect. Ja, und der. Ach ja, ein Bild wollte ich euch noch zeigen. Wenn ihr das hier wart, ihr habt auf den Dip gewartet. Ich habe auch lange gewartet, bis der Preis wieder ein bisschen runtergegangen ist. Das war jetzt die Möglichkeit, nochmal ordentlich einzukaufen. Für einen etwas günstigeren Preis. Es gibt Bilder mit ja, Weihnachtsrabatt, Special, 25% Nachlass und hin und her. Habe ich jetzt gerade nicht mehr gefunden. Aber ja, seht es ein bisschen so wie einen kleinen Ausverkauf, Ausverkauf. Ich persönlich denke, der Preis geht wieder hoch. Aber auch von mir kein Finanztipp. Informiert euch immer selbst, macht eure eigenen Analysen und ja, investiert wirklich nur Geld, was ihr auch verkraften könnt, zu verlieren. Ihr hört es bestimmt täglich mittlerweile, selbst im kleinen Lokalradio wird darüber berichtet, wie ja, rasant der Bitcoin-Preis hier sich hoch und runter bewegt. Die meisten natürlich immer noch negativ. Ich denke, für alle, die hier in dem Markt dabei sind, ich bin jetzt seit gut 8 Monaten im Kryptobereich tätig und klar, man braucht gute Nerven, wirklich starke Nerven. Man muss diese Achterbahnfahrten abkönnen. Wenn man sich das hier anguckt, wir hatten im Sommer zwei, drei Dips, wo viele gesagt haben: Mein Gott, die Blase platzt. Aber wir pendeln uns wieder ein bei im Moment 15.000 Dollar und das ist auch gut so. Einfach mal abwarten, wie es weitergeht. So, dann Hexacoin. Die Seite, der Tag rückt näher mit dem Hexacoin Gold. Am 26. gibt es den Screenshot. Der Preis war die Tage sogar noch mal runter auf 14 Dollar gefallen. Mittlerweile ja 20, 19 Dollar im Moment. Ich hatte ja meine leichten Bedenken, was die Seite angeht. Ja, so 100% sind die noch nicht beseitigt. Ich werde es einfach abwarten. Ich denke, ich mache kurz bevor Hexacoin Gold ausgeschüttet wird ein Landing. Ich hoffe, der Preis steigt noch auf, ja, vielleicht 30 Dollar sogar. Ja, und einfach mal abwarten, was hier draus wird. Ich habe ein kleines bisschen von dem Geld rausgeholt.
einfach um auf Nummer sicher zu gehen, und wir warten mal ab, wie Hexacoin sich weiterentwickelt. Schauen wir mal. Ja, dann noch einen wichtigen Punkt. Mir hat jemand geschrieben, ja, hier, tut mir wirklich leid für dich. Ihm wurden Bitcoin geklaut hier auf Hexacoin. Klar, die Gefahr habt ihr immer. Das ist die große Gefahr. Es gibt viele, die werben mit Be Your Own Bank. Aber ihr habt natürlich auch die Verantwortung liegt bei euch selbst. Keiner gibt euch hier das Geld zurück. Keine Ahnung, ob sich hier der Support von Hexacoin noch zu äußern wird. Ich werde ja auch noch eine E-Mail dazu schreiben. Eventuell hast du vielleicht Glück, bei dem Support noch dran zu kommen. Ja, wie kann man sich dagegen schützen? Benutzt sichere Passwörter, wirklich mit allem, was die Tastatur hergibt, mit Sonderzeichen, Fragezeichen, Raute, Dollar- und Paragraphzeichen und so weiter und so weiter. Schreibt es euch auf gar keinen Fall am Computer behalten, die Passwörter, und natürlich den Google-Authentifikator benutzen, oder es gibt noch andere, den Authy gibt es noch. Ja, anders kann man sich hier gar nicht schützen. Euer Geld würde ich. Also, ich habe zwei Wallets. Ich habe einmal die Exodus Wallet, die ich auch hin und wieder schon mal in den Videos zeige. Und noch eine, die ziemlich sicher ist. Das ist der Ledger Nano S. Ein kleiner USB-Stick, der am Computer angeschlossen wird, und man sich da seine Coins drauf tun kann. Wenn ich dran denke, ich tue einen Link ja, zu einer Amazon-Seite mal in die Beschreibung. Ihr könnt euch die Videobeschreibung mal angucken. Ich habe ein bisschen abgedatet, ein paar neue Seiten, wo ich mit investiert habe, noch da reingetan, noch ein paar ja, Tipps und Wallets aufgeschrieben. Das könnt ihr euch mal angucken, wenn ihr Fragen dazu habt oder irgendwas findet, was noch da reingehört, dann sagt mir Bescheid. Ja, aber wie gesagt, schützt euch, schützt euer Geld, Passwörter immer sicher nehmen, E-Mails ganz, ganz skeptisch betrachten. Ich benutze auch eine ziemlich sichere E-Mail-Adresse, und trotzdem klicke ich niemals auf Links in diesen E-Mails, nur wenn ich wirklich ein Konto, was ich irgendwo geöffnet habe oder eröffnet habe, darüber bestätigen muss, klicke ich da drauf. Wenn ich irgendwelche Werbelinks bekomme von Seiten, wo ich drin bin, klicke ich trotzdem niemals auf Links. Also, ich kenne einige Leute mittlerweile, die von BitConnect oder Fake-BitConnect-Seiten E-Mails bekommen. Auch ich habe schon E-Mails bekommen, wo nicht BitConnect, sondern BLT Connect drin steht. Also kann man wirklich sehr leicht übersehen, das I und das L. Also passt da auf euch auf, klickt auf keine Links in irgendwelchen E-Mails, benutzt am besten, wie ich hier oben, diese Favoriten, um drauf zu klicken. Auch wenn ihr bei Google irgendwo was eingibt, es geht mal ganz schnell, dass ihr da auf eine falsche Seite landet, auf einer falschen Seite. Und ja, sobald die Leute dann euer Passwort haben, eure E-Mail-Adresse haben, da, ja, dann ja, geht's los, das Desaster, und euer Geld ist eventuell weg. Ja, so viel dazu. Ja, morgen ist Heiligabend. Ich verabschiede mich erstmal für die Weihnachtszeit. Ich wünsche euch und euren Familien schöne, schöne Weihnachten. Genießt es, erholt euch gut, und ja, esst nicht so viel. Über Weihnachten ist ja immer Schlemmen angesagt. Bleibt gesund, und ich melde mich nach Weihnachten auf jeden Fall wieder. Macht's gut, bis dann, ciao.